Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Familienministerium bzw. an den Bildschirmen. Ich freue mich, dass wir heute im Bundeskabinett einen sehr wichtigen Beschluss gefasst haben, an dem auch unser Haus beteiligt war. Das Justizministerium hat heute die Kabinettsvorlage für die Kinderrechte ins Grundgesetz vorgelegt. Dieser Entwurf ist beschlossen worden und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kinderrechte-Signal heute in Deutschland. Wir haben mit diesem Entwurf klargestellt, und das ist das Ergebnis einer auch jahrelangen Debatte, Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Rechten und wir wollen diese Rechte ganz explizit auch in unserem Wertekompass, in unserem Grundgesetz verankern. Und dafür ist heute die Grundlage gelegt worden. Es ist eine wichtige Hürde, die genommen wurde nach einer auch jahrelangen Diskussion. Und es ist jetzt die Voraussetzung, um ins parlamentarische Verfahren zu gehen. Ich hoffe, dass wir dort zu einem guten Gesamtergebnis kommen werden, damit eben die Interessen der Kinder, ihr besonderes Recht auf Schutz, aber auch auf Beteiligung hier in besonderer Weise gewürdigt werden. Und für uns als Kinderministerium ist es heute wirklich ein ganz wichtiger, auch historischer Tag, dass die Kinderrechte eben im Grundgesetz großgeschrieben werden. Vielleicht so viel zu dieser Entscheidung. Und ansonsten haben wir gestern eine sehr lange Debatte gehabt in der Ministerpräsidentenkonferenz zur Frage des Umgangs mit der Pandemie, zur Frage der Bewältigung der Pandemie und auch vor allen Dingen der Frage, wie das Infektionsgeschehen unter Kontrolle und vor allen Dingen zurückgefahren werden kann. Es ist ganz klar, diese Entscheidungen, die gestern getroffen worden sind, die sind schwerwiegend. Auch nochmal die Verlängerung der Maßnahmen, das hat große Auswirkungen auf die Familien. Aber wenn wir eine Chance haben wollen, das Infektionsgeschehen zügig unter Kontrolle zu bringen und auch wenn wir uns gegen die Mutationen wappnen wollen, wenn wir präventiv wirken wollen, dann geht das nur, indem wir die Kontakte in allen Lebensbereichen weiter beschränken. Ich will sagen, dass diese Entscheidung, die Auswirkungen auf uns alle hat, sich niemand leicht macht. Aber diese Entscheidungen sind notwendig, um zu vermeiden, dass wir noch über Monate in einer Situation wie jetzt bleiben müssen. Meine ganze Unterstützung gilt allen Familien und ihren Kindern, die jetzt besonders von den massiven Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung betroffen sind. Und ich habe großen Respekt vor allen Eltern, die in den letzten Monaten Enormes geleistet haben, die vereinbaren müssen Beruf, Familie und jetzt auch wieder Homeschooling, mit den Anforderungen, die auch das eigene Leben mit sich bringt. Wir versuchen, die Lage für Familien und Kinder so sehr zu vereinfachen und zu unterstützen, wie es geht. Wir haben nicht nur die finanziellen Unterstützungen im Bereich Kurzarbeit, Kinderzuschlag und Unterstützung bei der Erhöhung Kindergeld und auch Erhöhung Kinderzuschlag, sondern wir haben ganz klar auch die Regelung zu den Kinderkrankentagen, die ja genau auch von einer wichtigen Erkenntnis leben, dass eben Homeoffice und Homeschooling nicht zusammengehen. Und deswegen sind die Kinderkrankentage ausgeweitet worden. Es gab dazu in der letzten Woche die notwendigen Kabinetts- und Bundestagsbeschlüsse. Jetzt am Montag der Bundesratsbeschluss. Damit kann das auch in Kraft treten und rückwirkend den Eltern vom 5. Januar an 40 Tage insgesamt als Kinderkrankentage gewähren. Das gilt für die gesetzlich versicherten Kinder, die Privatversicherten und auch Selbstständigen, die privat versichert sind, können Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Entschädigung dort erlangen. Wir haben sehr, sehr viele Fragen von Eltern, von Familien zum Umgang mit den Kinderkrankentagen. Und deshalb haben wir einen umfangreichen Katalog von häufig gestellten Fragen, haben auf unseren Seiten, auf dem Familienportal des Ministeriums umfangreich auch diese Fragen und Antworten eingestellt. Und es ist ja so, dass diejenigen, die gesunde Kinder haben, aber jetzt keine Kinderbetreuung haben, ganz klar nicht zum Kinderarzt gehen sollen, sondern dass eine Bescheinigung von Kita und Schule ausreicht, die beim Arbeitgeber
Arbeitgeber und den Krankenkassen beigebracht werden kann. Wir haben intensive Diskussionen auch mit den Krankenkassen darüber gehabt und mehrere Krankenkassen prüfen auch, ob sie komplett auf eine zusätzliche Bescheinigung verzichten können. Dort, wo es eine Bescheinigung braucht, war die Frage der Eltern, die an uns gerichtet wurde, auch ganz klar, wo kann man denn das bekommen, wie funktioniert denn das? Und wir haben in Abstimmung mit den Krankenkassen und mit dem Gesundheitsministerium eine Musterbescheinigung erarbeitet, die wir heute auch auf unseren Seiten veröffentlichen werden. Das ist eine Hilfestellung, die eben sowohl den Kitas und Schulen als auch den Eltern ermöglichen soll, eben ganz simpel und einfach eine Bescheinigung auszustellen, die dann eben, wenn sie von den Krankenkassen gefordert wird, auch verwendet werden kann. Ich will noch mal ganz klar sagen zu den Beschlüssen gestern, es ist natürlich eine sehr schwere Botschaft für Familien, dass die eingeschränkten pandemiebetrieblichen Begrenzungen von Kita und Schule auch noch verlängert werden bis Mitte Februar. Aber so schwer es auch fällt, diese Einschränkungen in Kitas und Schulen, auch in der Kindertagespflege, sind notwendig. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass je strikter und je länger diese Kontaktbeschränkungen sind, desto schwerwiegender sind auch die Auswirkungen für den Kinderschutz und das Kindeswohl. Ich finde es sehr elementar, dass wir das sehen und dass wir auch darauf dringen, dass das Kindeswohl und der Kinderschutz wichtige Prioritäten sind bei allen Maßnahmen, die getroffen werden. Und dass eben gerade deshalb auch nicht nur im Bereich der Familien und der Kinder Einschränkungen passieren können, sondern dass in allen anderen Bereichen auch konsequent gehandelt werden muss. Umso wichtiger sind hier im Vergleich und im Verhältnis die Regelungen, die für das Homeoffice getroffen worden sind. Denn es ist ganz klar, nur wenn alle den Ernst der Lage akzeptieren und ihren eigenen Beitrag zur Verbesserung leisten, dann werden wir zu zügigen Verbesserungen und zu deutlichen Senkungen der Infektionszahlen kommen. Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt und sobald wir auch über konkrete Öffnungsstrategien sprechen können, muss aus unserer Sicht hier im Familien- und Kinderministerium ganz klar die Priorität auf die Kinderbetreuungsangebote gelegt werden. Kinderbetreuungsangebote, egal ob in Kita, Schule oder Kindertagespflege, müssen als erstes wieder Öffnungsschritte gehen. Wir brauchen Öffnungsperspektiven, wie der Betrieb der Einrichtungen schrittweise und vor allem aber auch sicher wieder hochgefahren werden kann. Und dabei ist mir eines ganz besonders wichtig. Für mich sind der Arbeits- und Gesundheitsschutz des Personals, des gesamten pädagogischen Personals in Schulen und in der Kindertagesbetreuung von herausragender Bedeutung. Und deswegen ist es auch ein guter Erfolg, dass gestern im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz ganz klar auch Bund und Länder den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen und Erziehern, aber auch denjenigen, die als pädagogische Fachkräfte in der gesamten Kindertagesbetreuung tätig sind, gedankt haben und ihre Anerkennung und Wertschätzung ausgedrückt haben für das Personal und sich auch klar verständigt haben darauf, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz des Personals hier ganz hohe Priorität haben muss. Vielleicht soweit. Ich kann nur an alle appellieren, jetzt durchzuhalten. Wir haben 3 Wochen, die jetzt nochmal eine Verlängerung dieser Kontaktbeschränkungen beschlossen worden ist. Und diese 3 Wochen müssen wir so gut es geht nutzen, um dann danach auch echte Öffnungsperspektiven eröffnen zu können. Jeder Einzelne kann dazu einen Beitrag leisten. Schon alleine im Sinne der Kinder und der Familien müssen wir das so tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir hätten noch ein paar Minuten Zeit, wenn es Fragen gibt. Hier im Raum frage ich zunächst. Ansonsten in der Schalte ist noch eine Journalistin, ein Journalist, der eine Frage zum Statement hat. Dann bitte kurz, ja, Valerie Höhne vom Spiegel, bitte. Hallo, ich wollte kurz fragen, wie Sie denn auf Kretschmanns Ankündigung blicken, die Schulen und Kitas bereits am 1. Februar wieder öffnen zu wollen. Finden Sie das gut oder hätten Sie sich Einheitlichkeit gewünscht? Grundsätzlich habe ich mich ja zum Thema Einheitlichkeit schon geäußert. Natürlich ist es für Kinder, Familien, Eltern immer besser, wenn es klare und einheitliche Regelungen gibt. Und wir sind jetzt in einer sehr ernsten Lage. Wir sind im ständigen Abwägungsprozess zwischen Kinderschutz und Gesundheitsschutz und auch den Fragen von Bildungsgerechtigkeit und Vereinbarkeit. Aber es ist ganz deutlich, und das haben auch alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns mitgegeben,
Wir müssen einfach jetzt sehr konsequent sein bei den Einschränkungen, damit wir nicht noch über Monate lang in so einem Halbzustand bleiben. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, wenn jetzt alle, soweit es geht, so wie es gestern auch beschlossen worden ist, den eingeschränkten Betrieb eben vorziehen und auch ganz klar hier so vorgehen, dass natürlich Notbetreuung gewährt wird. Das ist keine Frage. Aber dass wir an anderer Stelle eben gemeinsam versuchen, auch restriktiv diese 3 Wochen jetzt durchzuhalten, damit wir danach schnellere und bessere Öffnungsperspektiven haben können. Und gerade für die Kinder ist das wichtig, denn wir können nicht eine Schließung oder diesen stark eingeschränkten Betrieb als langfristige Option wählen. Das geht nicht. Und deshalb ist es jetzt, kommt es wirklich auf diese 3 Wochen an. Und ich finde den grundsätzlichen Beschluss, der gestern gefasst worden ist, richtig und unterstütze den auch. Dankeschön. Gibt es eine weitere Frage noch im Chat? Das sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Tag. Ihnen auch.